Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne dein Like, deinen Kommentar und auch dein Abo da. Heute mit dabei Alice im Wunderland, Lucy Cavendish, Kraft für deine Seele von Anja Plattner und das mystische Lenormand. Und wie immer geht's nach dem Schnelldurchlauf auch direkt los. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every. So, liebe Seele, dann wollen wir noch mal sehen, was der Tag für dich bereithält. Und es geht los mit No Need to Fear. Ja, sehr schön. Es ist also kein Grund, beängstigt zu sein. Remember how powerful you are. Also denk immer daran, wie viel Kraft du besitzt, wie viel Stärke du auch besitzt, um Dinge ja in die Veränderung auch zu führen, so ein bisschen. Tatsächlich geht es hier nämlich ganz klar auch um den Effekt der Veränderung heute. Da kommt nämlich ein großes Thema mit Abschluss. Wir haben dich auch wieder zentral liegen, was natürlich auch dafür spricht, dass du heute vor einer großen Entscheidung stehst, die dir ja so ein bisschen ja vor die Füße geworfen wird, dass du sie fällen musst, weil wir haben hier einmal das Lernthema mit dabei, andererseits aber auch deinen eigenen Erfolgswunsch, dass du endlich deine Themen bearbeiten kannst. Und daraus entsteht dann natürlich auch wieder dieser Faktor der Fülle. Ja? Und dieser Faktor der Fülle kann natürlich nur eingegangen werden, wenn du für dich spürst, wo der richtige Weg hinführt. Und deswegen wirst du heute auch vor eine große Wahl gestellt. Schön zu sehen ist auf jeden Fall, dass du einen wichtigen Impuls bekommst für deine Schicksalhaftigkeit. Und daraus führt dann eben auch dieser neue Weg. So, ich komme hier ein bisschen mit dem Bild. Ich glaube, jetzt ist gerade, ne? Ja. So, und da haben wir das Seelensignal. Das Seelensignal sagt die Seele zum Körper, geh du voraus, auf mich hört sie nicht. Achte auf wiederkehrende Zeichen, Symbole oder Impulse deiner Seele. Das ist sehr interessant, denn wenn du Entscheidungen treffen sollst, geht es hier auch um den Faktor, was kann denn verändert werden? Was wiederholt sich? Das hattest du gestern auch schon. Also achte darauf, gerade was Zwischenmenschliches betrifft, was wiederholt sich? Was dient nicht deinem Besten? Wo bleibst du ein bisschen selbst in der Thematik von ja, Last hängen? Aber einen positiven Aspekt hat es, du wirst dir selbst mehr in die Loyalität folgen. Also du handelst mehr nach deinem Wertesystem. Und das wiederum ist natürlich gut für dich, weil es dir aufzeigt, wo dein Weg dich hinführt. Die Entscheidungskraft hat sehr viel damit zu tun, dass du auch ein Mutterthema bearbeitest, was natürlich No Need to Fear sehr, sehr gut auch signalisiert dann, ja, dass du keine Angst haben musst, dass du dennoch behütet bist, beschützt bist, ohne dich sorgen zu müssen. Da kommt auf jeden Fall auch der Fakt hinzu, dass einfach das Leben für dich jetzt arbeitet. Also deinem Seelensignal folgen und somit das Beste in die Tat umsetzen. Ja, Growing Up hast du hier mit dabei. Wanting to groove and experience rejections of the perpetual youth. Also wir gehen hier in die Thematik hinein, dass es jetzt auch darum geht, dass du dich besser reflektieren kannst, dass du einen viel größeren Erfahrungsschatz jetzt hast, dass du auf den Erfahrungsschatz auch aufbaust, ja. Und da merkt man auch, du gehst mit deiner Weisheit nach, ja, nicht nur der Lernthemen spezifisch, sondern du benutzt auch dein Gelehrtes und kannst es somit auch als Weisheit schon auslegen. Und das gibt dir wiederum auch wieder mehr Power, die hier ebenfalls wieder dabei liegt, an deinen Erfolg zu glauben, tatsächlich, weil du hier auch in die Veränderung gehst, in die selbst herbeigeführte Veränderung. Und das wiederum unterstützt natürlich die These, dass heute gut Entscheidungen getroffen werden können, was du so von dir in letzter Zeit schon behaupten konntest, aber irgendwo hast du dich für den letzten Schritt so ein bisschen blockiert, hast versucht, es aufzuschieben. Heute fügst du dich aber ein in diesen Kreislauf und willst ihn vollenden und deswegen kommt hier auch sehr, sehr Großes zueinander.
Also deine Erfahrungswerte sind essentiell, zeigen dir auch derzeit auf, wo wurdest du manipuliert und wo geht es jetzt weiter. Da haben wir die Wertschätzung liegen. Schenke dir selbst die Anerkennung, die du im Außen suchst. Für was erkenne ich mich heute an? Ich liebe mich so, wie ich bin. Ich bin einzigartig. Ich erkenne meine Kraft und liebe sie jetzt. So, und dieses unterstützende Ich, was du hier aufbaust, kommt ja immer mehr zu dem Fakt, dass du jetzt auch erkennen kannst, dass in deiner eigenen Wertschätzung der eigene Weg zur entscheidenden Fülle auch eingearbeitet werden kann, so gesehen. Denn all das, was du bisher immer wieder versucht hast, was gescheitert war, ist ja einfach nur deinem Erfahrungsschatz zugeneigt worden. Und jetzt kannst du sagen, es ist gut, dass ich das weiß, weil ich kann Wiederholungen vermeiden. Achte darauf, was dich wiederholt. Auch hier wirst du wieder merken, wie das Universum dich so ein bisschen in deine Fülle schubst, damit du auch spürst, hey, wo lang soll ich eigentlich gehen? Dein Ziel ist es nämlich, komplett dich deinem Fortschritt zu widmen und keinerlei Stillstand mehr zuzulassen. Und dann wirst du auch merken, wie heute auf einmal so, ja, die Regeneration, die gestern stattgefunden hat, heute schon wieder komplett genutzt wird, weil du so eine richtige Power empfindest, Dinge zu verändern, Dinge anzugehen und deswegen heute auch wichtige Entscheidungen treffen kannst, was dich weiterbringt, ganz egal in welchem Bereich. Law is not justice, rules that are not fair. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt heute. Denk auch dran, dass nicht immer alles, was entschieden worden ist aus der Vergangenheit, der Richtigkeit entsprochen hat. Ja, auch wenn du vielleicht mal keinen Zuspruch bekommen hast, obwohl du recht hattest. Das Gesetz heißt nicht gleich Gerechtigkeit. Ja, wie viele Verurteilungen werden verschont, weil irgendwelche Fakten fehlen oder wie viel Offensichtliches im Leben hätte schon verändert werden können, aber die Masse lässt es noch nicht zu. Da sollst du heute nicht in diese potenzielle Rolle des Ich verändere alles Menschen zu gehen, sondern in deinem Leben reflektieren, wo hattest du solche Situationen, zu dokumentieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das heute auch für dich dokumentierst, weil du so am besten verarbeitest. Für dich dokumentieren, warum konntest du damals nicht anders handeln? Und dann wirst du spüren, dass da etwas ganz, ganz Magisches passiert, nämlich die Magie deines allumfassenden Seins geht hier in die Heilung und zeigt dir dann auf, dass es für die Zukunft anders werden kann. Wundervolle Thematik. Und da haben wir den Lebensweg. Unalom ist ein buddhistisches Zeichen und steht für den Lebensweg, der nicht geradlinig läuft, sondern kurvig. Es erinnert dich daran, dass wir Fehler machen und dass Herausforderungen dazugehören. Die Libelle unterstützt dich bei deinem Lebensweg mit ihrer Medizin. Leichtigkeit, Flexibilität, Dynamik, aber auch Ruhe. Und das ist etwas, was du dann heute auch für dich mitnehmen kannst. Dass das Leben manchmal einfach eine Achterbahnfahrt ist, auch wenn du es gerne verändern würdest. Aber manche Dinge können wir nicht verändern. Wir können nur alles in unserer Macht Liegende tun, was sie besser macht, ja? Und wenn du dein Leben besser machst, machst du auch das deines Umfeldes besser, weil du einen sehr, sehr hohen positiven Ausstrahlungsfaktor hast und somit natürlich in erster Linie dir die Wertschätzung gibst und dann jedem Menschen in deinem Umfeld ebenso. Wenn du von uns Wertschätzung haben möchtest, ja, oder dein persönliches Coaching-Angebot erstellen lassen willst, was kostenlos ist, du kannst dir dann durchlesen, was wir dir vorschlagen würden, dann schreib oder unten in der Videobeschreibung findest du auf jeden Fall unsere Webseiten dafür. Ansonsten lass gerne ein Like, Kommentar und Abo da. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen.